Ihr wollt wissen, wie es mit den Raffinerien hier weitergeht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir wollen den Spaß hier anschließen. Was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen am Ende 78. Wie viel machst du? 37,5. Die sind aber übertaktet und da wissen wir noch nicht genau, wie viel das ist beim Übertakten. Ja, das kriegen wir wohl hin. Ich habe schon mal Öl geholt. Ich habe auch schon mal, wie versprochen, Katerium und Kupfer hier hingebracht. In diesem wunderschönen Tunnel, der da hinten irgendwo runtergeht und dann da langläuft. Das Zeug kommt schon hier an, das ist alles vorbereitet. Wasser liegt auch so weit, sogar schon bis in die Rhein. Strom liegt noch nirgendwo. Also ne, Kupfer ist erledigt. Und hier haben wir Katerium. Das muss da rein, zusammen mit Wasser. Und genauso muss noch Wasser da hinten hin. Und so, das Öl geht direkt nach oben. Ich habe hier den Spaß schon mal so gelegt. Wir kriegen hier, also wir brauchen 100 Kabel. Für den Spaß. Wir kriegen aus dem einen Apparello, der da steht, also aus diesem dort, da kommen sage und schreibe Quatsch. In diesen hier gehen, kämen dann 7, gerade mal 90 raus, also uns fehlen 10. Das heißt, da müssen wir uns noch drum kümmern. Das machen wir mit Konstruktoren. Wie mache ich das am besten? Also, ne, hier wird Polymerharz und Schwerölrückstand gemacht und der wird, ne, der Schwerölrückstand wird zusammen mit Draht hier zu Kabeln gemacht. Das ergibt 90 pro Minute. Wir brauchen 100. Jetzt könnte ich überlegen, ich habe genug auf dieser Leitung, sie sind 120 Öl drauf. Ich könnte das hoch pushen, dann hätte ich hier, ich komme doch hier auf die 100 Teile drauf. Dann brauche ich gar nichts mehr machen. Da. 48, oh Gott. Wir haben 15 mal 1,484 war das, glaube ich. 22,26 brauchen wir dort. 22,26. Okay. 20 haben wir durch 100. Das ist Quatsch. Durch 22,26. Passt, drehen wir den ganzen Spaß um, dann haben wir das doch auch raus, oder? Ja, 11,3. Dann übertakten wir den nämlich hier auf 111, wird schon passen. So, jetzt haben wir noch das Problem, die 130 Polymerharz sind ja jetzt 144, also fast 145. Das kriegen wir hier hin mit 216. Sind wir da drauf? Wenn ich den auf volle Pulle mache, dann werde ich zu wenig haben. Also. Wir haben die... Was habe ich jetzt gesagt? 144,73. 145. Hallo? Würdest du bitte... Danke. Auch falsch. 145 durch 60 sind 241,66. Ne? Also gehen wir hier hin und sagen 241. So. Dann haben wir nämlich zumindest das hier als ein System, das alles abhandelt. Das heißt, wir fangen jetzt an.
den Spaß schon mal da anzuschließen. Das reicht doch auch, oder? Müssen wir eben gucken, wie viel brauchen wir Input. Wie viel brauchen wir Input? Falsch. Draht. Mache ich überhaupt den Draht? Ach ja, den mache ich über 6 Konstruktoren. Wo packen wir die jetzt hin? Also hier schon mal nicht. Au. Ich könnte die quasi hier oben drauf stellen. Macht das Sinn? Ach, warum nicht? Probieren wir einfach mal aus. Produktion, da sind die. Konstruktoren. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Der müsste eigentlich untertaktet werden auf 21,8. Nehmen wir auch ganz normalen Draht, wunderbar. Dann habe ich gesagt, 23,8%. Ist nicht so ganz, oder? Ich war von 30, ich brauche irgendwie 78. Nee, schauen wir. Warte mal. Wie gesagt, Grad. Du machst mir 30 pro Minute. Ich brauche 78. Wollte doch noch gucken, was ich hier an Input brauche. Meine Fresse. 37,5 bräuchte ich bei 100%. Bei 150. Grob. 37,5. Mal 1,5. 56 brauche ich. Okay. Es wären 2. Also dadurch, dass ich den da anders benutze, als er mir hier im Sheet angezeigt wird. Ich habe einen gewissen Plastiküberschutz, den ich wegschreddern muss. Macht nichts, wir schließen das jetzt trotzdem so an. Oh, Moment. Das ist der Eingang, den ich da brauche. Den kriege ich so nicht berechnet. Okay. Wie machen wir das am besten? Wir packen uns da eine Wand hoch. Die Höhe packen uns einmal. Haben wir den Spaß? Nee, bitte in diese Richtung, danke. Ja, bis dahin, passt schon. Und dann geht der Spaß los. Wir sagen. Strom! Von da. Ja, die stehen alle genau auf einem Element. Dann können wir das auch immer so machen. Dahin. Das alles nur, um diese eine Munitionssorte noch zu machen. Und dann müssen wir uns irgendwann noch Gedanken machen, wie wir die Nuklearmunition kriegen. Aber egal. Auch das werden wir schaffen. Ich vertraue uns da voll und ganz. So, und hier drunter nehme ich schön eine Ebene, wo wir den ganzen Spaß laufen lassen können. Geht das alles rein. Und hier geht das wieder raus. Und das brauchen wir da. Das heißt, könnten wir da so irgendwo rauslaufen lassen. Würde das hier Sinn machen? Ja, hier wird schon Sinn machen.
Jetzt als erstes, dass wir den Teil fertig kriegen. Weil das ganze Katerium-Gedönse ist nochmal eine andere Runde. Habe ich die eigentlich so weit nach hinten gesetzt? Egal. So, euch haben wir schon mal. Dann setzen wir uns. Macht das hier Sinn? Passt das? So eine Wand hin. Und habe ich denn den 3 hoch gemacht? Egal. Vollkommen egal. Ich weiß doch auch nicht mehr, was ich tue. Weil hier haben wir doch immer so eine 2er-Ruhe und da eben eine 3er-Ruhe. Okay. Wir packen das auf die Seite. Setzen dort diese Wand hin und die anderen Wände oben drüber. Okay. Dann wollen wir dort den drin haben. Und den Fusionator, der so raus. Das passt, ey. Das sieht schon wieder so aus wie so ein. Nee, ich kann das nicht. Ah, doch, genau. Okay, die beiden hätten wir. Eigentlich wäre es sinnvoll, die beiden zu nehmen und auch direkt anzuschließen. Wir haben da Strom liegen. Den ziehen wir uns. Moment. Einmal hier hin. Und gehen damit. Wo ist die Ecke? Ist hier mittig, das heißt, wir gehen damit dorthin. Ziehen dich hier rüber. Und setzen dich mittig zwischen die zwei. Da dran. Da dran. Ihr könnt schon mal laufen. Genau. So, das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Und dann gehen wir weiter. Jetzt haben wir die beiden angeschlossen. Diese und diese schließen wir an. Nur habe ich das Gefühl, dass ich eine ausgelassen habe. Weil ich eine ausgelassen habe. Okay. Du kommst weg. Gehst hier hin. Ja. So. Dahin. So, du bist ja angeschlossen. Mit dir. Da dran. Dann kommst du nämlich dorthin. Du gehst hier auf die Ecke. Hier in die Mitte. Mitte ist in dem Fall relativ, weil. Na, egal. Dahin. Dahin. Dann geht der Spaß. Hier hin. Und ab hier wird es jetzt schwieriger, weil wir brauchen dich. Da. Plus minus. Dorthin. Dorthin. Jetzt müssen wir hier raus einen Zweiermast machen. Und den Spaß anschließen. Bringen wir dich hin. Dahin. Dann laufen die drei schon mal.
Und wir können nur noch mit dem hier vorne hingehen und sagen, da dran und da dran. Perfekt. Haben wir. Dann schnappen wir uns den dort. Gehen damit hier hoch. Dahin und dann setzen wir den Kollegen dort oben hin. Fragen uns, woher dieses Kabel kommt. Ignorieren es einfach und nehmen die Seite da dran. Ihr habt immer noch keine Ahnung, was ihr tun sollt. Kopieren, einfügen, einfügen, einfügen. Du weißt es schon. Du sagst kein Strom. Warum sagst du kein Strom? Weil... Ich sag bloß, das Kabel war da, aber nichts gemacht. Okay. Ich frag nicht weiter. So, wir haben hier Kupfer liegen. Das heißt, wenn wir jetzt hier hingehen, immer schön mittig bleiben. Mit den Splittern. Mitte. 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 Einen noch. So, jetzt können wir den Spaß da oben runterholen. Will ich den so setzen oder? Ja, will ich. Das hätten wir alles. Das sieht ja eigentlich schon mal ganz gut aus. Das Öl kommt vorne aus unserer. Da, diese komischen Pumpe da hinten. Kann man die von hier aus eigentlich sehen? Da, wo das andere Öl auch runtergeht. Ich meine, das war irgendwie klar, dass es daher kommt, weil woher sollte es sonst kommen? Da hätten wir das. Du gehst da rein, du gehst da rein, du da. Ja, doch. Die da oben fangen an, machen das alles wunderschön fertig. Jetzt haben wir hier einen Fusionator, der den Spaß rausgibt. Wir brauchen, Moment, das ist bei dem dritten. Das heißt, wir brauchen hier einen und die zwei müssen wir so umdrehen. Beziehungsweise, mich hätte da vorne auch einer gereicht, aber eben. Nee. Von oben. Schließt du direkt an. Es klang so, als würde der halt direkt anschließen, aber hat er nicht getan. Oder da kommt nichts raus. Ach, da kam was raus. Alles gut, hab nichts gesagt. Das ist ja praktisch. Dann spare ich mir auf jeden Fall hier wenigstens ein... Oh ja, da läuft. Dahin. Dahin. Jetzt ist... Das ist nicht mein Ernst, oder? Ich habe jetzt keine, dann muss ich da vorne nochmal reingucken. Auch das kriegen wir hin. Ich will das jetzt nicht auf... Das gefällt mir ja gar nicht. Wir haben doch bestimmt da unten in den Containern noch was liegen, oder? Ich hoffe es zumindest. Wenn wir das alles fertig haben, müssen wir uns auch noch darum kümmern, dass wir das zurückkriegen. Ja.
Ratatouille. Oh Gott sei Dank. Dumptidam. Eigentlich ist das doch gar nicht so wild, das dahin zu bauen. Scheint ja da oben gut zu laufen. Schon mal soweit. Es fehlt jetzt noch. Nein. Dahin. Lass ich das jetzt nach unten gehen? Ins. Und dann hier wieder hoch? Ja, machen wir. Das machen wir so. Dort in die Mitte. Das müsste ja so passen. Nein, tut es nicht. Müssen wir ein Stückchen zurücksetzen? Obwohl, nee. Müssen wir nicht. Runter. Ha! Jetzt habe ich mir hier vorne ein schönes Loch gelassen, um da runterzukommen. Das funktioniert. Wir haben. Wo haben wir es denn? Da kommst du an, genau. Das heißt, wie viel Abstand müssen wir dazwischen lassen? Okay, das ist einfach. Eins, zwei. Dann sollten wir dort den Eingang haben. Und du kommst von dort. Also, gehst da hoch. Und gehst da rein. Jetzt müsstest du anfangen. Du machst jetzt 100 Kabel pro Minute. Wunderbar. Gleichzeitig machst du, wo die Mehrharz kriegst, aber noch kein Wasser. Genau. Das ist jetzt das nächste, worum wir uns kümmern. Wasser für die ganzen Apparillos hier. So, wir wollen von hier aus, den habe ich schon mal soweit vorbereitet, dass wir sagen können, hier geht Wasser bis hier rüber. Moment, bis hier und dann drehen wir dich. Zack, zack. Echt jetzt? Dann halt so. Da haben wir Wasser. Da ziehen wir jetzt noch einmal ohne Anzeige bis hier hinten durch. Nee. Nochmal nicht so, genau. Bis, wo haben wir es? Bis hier hin. Von da aus gehst du direkt rein. Und du zweigst hier ab. Nee, nicht mit Anzeige. Und gehst direkt da rein, hingegen du eher so dort reingehst. Jetzt nehmen wir uns den hier und sagen dahin. Okay, das kriegen wir doch wohl hier schön dran. Das ist nämlich schon mal... Hallo, Maus, Bewegung, danke. Das ist doch schon mal überall. Okay, alles andere macht auf. Hier, ich mache das jetzt nicht schön, aber aus irgendeinem Grund habe ich wohl noch mal R gedrückt. Ach, nichts. So, das Plastik müssen wir natürlich auch da rausholen. Das Wasser ist voll, das sieht auch gut aus. Wir machen nochmal eben hier direkt Wasser dran. Dann haben wir das nämlich auch. Hinter uns, mache ich das. Das probieren wir mal eben aus. Jo, geht. Wasser. Hier,
Ja. Hier. Und hier. Und dran damit. Diesen hier und diesen dort. Fertig. So, das Zeug haben wir schon mal erledigt. Wir müssen nur noch unten dann die andere Ressource reinpacken, dann haben wir das. So, im Moment das Problem. Erstmal, dich brauche ich dann gar nicht mehr. Ich habe da irgendwo durch meinen Über-Untertakten, hast du nicht gesehen, habe ich zu viele gesetzt. Alles gut. Du bist schon voll. Scheinbar. Wobei, nee, beim Kunststoff noch nicht. Die anderen Maschinen können jetzt schon mal wassertechnisch volllaufen. Hoffe ich. Eure Tanks füllen sich. Jo. Sehr gut. Eieiei. Da ist das. Jetzt noch mal. Du darfst halt nicht volllaufen. Das ist ganz wichtig. Weil sonst funktioniert das alles nicht. Das heißt, wir gehen jetzt hin und setzen uns einen. Das ist unser Spezial. Einen Schredder hier vorne hin. Der bekommt auch sofort Strom und hier geht jetzt ein Fusionator hin. Setzt das da rein und das da rein und der ganze Spaß wird einfach, solange wir ihn nicht... Okay, dann halt schief. So. Das heißt, der Spaß läuft definitiv leer. Das Zeug wird immer verbraucht, was hier gemacht wird. Das heißt, der bleibt immer leer. Der Kollege bleibt immer leer, weil der wird hier vorne weggebraucht. Also auch knapp mit dem leer bleiben, aber der ist ja jetzt schon voll. Er verbraucht einen Ticken mehr, als er produziert. Das heißt, es müsste so langsam wieder runtergehen. Ja, ziemlich langsam. Gucken wir mal. 71, ja. Irgendwann müsste man da auf 70 kommen. Oh, das war mehr. Das ist doof. Nicht steigen, Kollege. Wir nehmen dich da raus und schmeißen dich weg. Du fängst von vorne an. Alles gut. Ja, so soll das aussehen. Schön leer bleiben. Und du schön voll bleiben. Dann bin ich zufrieden. Perfekt. So muss das sein. Coupons werden wieder hergestellt. Das Räumchen. Dein Zeug wird verarbeitet. Du wirst verarbeitet. 100 Stück raus, so wie es soll. Da kommt das raus. Easy. Dann haben wir den Teil geschafft. So. Was ich jetzt noch mache, ist, ich schließe hier unten drunter eben das Katerium an und dann machen wir für heute Schluss. Dann machen wir mal eine kürzere Folge. Wo packen wir es denn am besten hin? Hier ist ja ziemlich genau die Mitte zwischen den Dingern. Das heißt, ich muss jetzt den richtigen Punkt finden. Ist das richtig hier? Ja, dann haben wir eine Linie. Passt. 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 Nur noch. Und. Nein. Hier bin ich mir gerade nicht sicher, doch passt auch. Selbst wenn nicht, das hier unten sieht ja kaum einer. Dann müssen wir am Ende hier in der Mitte das runter, so das Ausbringen noch machen. Dann ist gleich noch ein Autosave. Perfekt. Der Spaß, den müssen wir dann nach oben bringen, wenn er hier rausgekommen ist.
Das muss dann auch. Okay, das muss auf 10,048 Konstruktoren gehen. Ich übertakte einen und nicht untertakte einen anderen, ne? Das ist, glaube ich, macht mehr Sinn. Das ist, glaube ich, macht mehr Sinn. Genau. So. Das haben wir. Du gehst bitte da dran. Du gehst dort dran. Ich habe euch sowas von schön schief gebaut. Mein Gott. Ach nee, ich habe euch passend für da gebaut. Ja. Nee, hat gut geklappt. Auch mal so vom Gedankengang her, da war ich vollkommen hundertprozentig richtig. Die eine Seite stimmt, die andere Seite nicht. Das war jetzt taktisch unklug. Aber macht nichts. Wir kriegen das trotzdem hin. So, dahin, dahin. Einmal das Bakterium bitte. Zack, 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 zack. Bam, rein da. Fertig. Den haben wir. Ich hab gesagt, wir brauchen das da oben, ne? Also. Fusionator. Wir fangen hier vorne an. Ein Fusionator. Ich habe das hier schön hingebaut. Damit ich mit sowas auskomme. Wann macht ihr einen Lärm hier? So, fertig. Du lässt deinen Shit ab. Hier zwischen habe ich. Ja. Da haben wir das doch so gut wie fertig. Nee, andere Seite. Nein. Der. Fertig. Muss ich noch nach unten? Eigentlich gerade nicht so. Jetzt habe ich das Zeug da. Hier gucke. Wir setzen das. Nee. Dahin. Pass auf. Machen wir anders hier. Weil wir müssen über das eine Band drüber. Das bedeutet, wir müssen uns da sowieso höher bewegen, dann können wir es auch direkt höher bringen. Perfekt, du willst es auch direkt reinhaben. Da haben wir unsere Katerium-Bahn. Ja, easy. Spaß ist da, Katerium-Bahn haben wir hier oben. Alles volllaufen, das System läuft erstmal leer. Weil den Spaß müssen wir nachher auch nach oben bringen. Irgendwo hier hin. Weil hier auf dem Plateau, das wir uns schon mal irgendwie gebastelt haben, da bauen wir den Spaß jetzt auf. Da sind ja jetzt quasi nur noch wieder. Ja, wenn wir das hier kommen. Da kommt der Spaß rein. Dann lassen wir das mal mehr so hier machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und die zehn. Genau bis an die Kante. Und da noch das andere hinsetzen. Dann müssen wir überlegen. Damit hätten wir die. Dann fehlen uns ein paar Assembler. Wie viele brauchen wir denn davon? Drei Stück. Ja,
Also komm, wir setzen wenigstens noch eben die Apparillos-Häuser hin. Wir wollen das von da rein. Wir kriegen doch, haben wir hier drei nebeneinander. Eins, zwei, drei. So soll es sein. Da hätten wir die stehen. Das bedeutet, der Kollege da, den nehmen wir da weg. Der kommt woanders hin. Der kommt da vorne in die Ecke. Also den stellen wir hier so hin, ganz bewusst. Weil da können wir auch schon mal einstellen. Da kommt meine Munition raus. Die Zielsuchsummission. Genau. Warum steht da, dass ich vier brauche? Machen davon zwei dahin. Boden zu steil. Machen davon zwei, habe ich. Mache ich auch noch genau hier über. Ah, ist ja praktisch. So. Die packen wir dahin. Dann brauchen wir drei von den Kollegen. Die setzen wir uns. So, du fängst da hinten an. Eins. Zwei, drei. So. Denn ihr drei macht mir die Highspeed-Konnektoren. Du brauchst Kabel, Circuit Boards und Plastik, oder? Da kriegst du her. Einstellung kopieren, einfügen. Das heißt, beim nächsten Mal habe ich das hier verkabelt und verbändert und dann sind wir damit auch durch. Dann haben wir das Thema hier abgehakt. Ich glaube, den letzten Schritt, also Anschluss von den beiden, machen wir ganz am Ende zusammen. Den Rest mache ich hier schon mal fertig. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut, Käffchen. Tschüss.